herzerfrisches Moin Moin an alle Shisha-Raucher da draußen. Jawohl, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Shisha-Team. Ich bin heute mal mit meinem Kumpel Dennis hier auf dem Video, denn der hat sich eine neue Shisha gekauft. Und die wollen wir heute mal vorstellen. Wie heißt der denn eigentlich? Das ist von Aladdin die Caracas mit einer Gesamthöhe von 76 cm. Genau. Zu kaufen gibt es die auf jeden Fall bei Shisha Nil, hast du gesagt. Genau, und für Shisha World für ungefähr 89 Euro. Genau. Also die ist schon nicht ganz günstig, aber immer noch im unteren Bereich. Kann man sich also mal leisten. Alles andere zeigen wir euch mal gleich in der Detailaufnahme, damit ihr auch mal genau seht, was da so alles drauf ist. Bis gleich! Also, Teller haben wir auf jeden Fall, einen Edelstahlteller. Ganz cool finde ich. Gut, Form ist jetzt natürlich Geschmackssache. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich finde es ganz cool, hier hat man vier so eine Einbuchtungen. Die sieht man vielleicht hier von unten so ein bisschen besser. Da kann man perfekt Kohle drauf ablegen und wenn man mal gegenrennt, dann fliegt die nicht gleich durch die Gegend. Finde ich ganz gut. Dann haben wir hier in der Base den Schlauchanschluss. Der wird einfach nur eingesteckt. Da unten so eine kleine Gummidichtung dran. Das gleiche hier drüben mit dem Ausblasventil. Jetzt macht das sofort, sehr schön. Optional könnt ihr natürlich dann auch zwei von den Teilen reinmachen. Dann habt ihr eine Zweischlauch-Shisha. Also hier, wenn ich das mal aufkriegen würde, ich lasse es jetzt, könnt ihr auch noch eine Kugel reinmachen, ist gar kein Problem. Das Ganze, hier, ihr habt es gesehen, eine Viertelumdrehung, hat ein Klicksystem, das läuft hier auf Hartplastik, habe ich noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie gesehen, immer Metall, aber es läuft super, muss ich sagen. Es läuft super, es hält komplett dicht. Und ist halt auch wertig verarbeitet. Ja, also definitiv. Also ich habe mir die vorhin nochmal genauer angeguckt. Also auch innen drin, also keine Klebereste oder nichts zu sehen. Sieht man mal den Verschluss und hier schönes Muster von der Bowl her. Mit einem schönen Braun mit einem hell-dunkel-Verlauf. Eingeschraubt, jawohl. So, ich habe das mal ein bisschen weiter auseinandergenommen. Hier haben wir die Base. Hier habt ihr im Prinzip oben ein Gewinde. Hier unten habt ihr das Gewinde fürs Tauchrohr und ihr habt hier unten dieses Closed Chamber System, sprich ihr braucht nur einen Zug auspusten und der ganze Rauch ist aus der Bowl. Und ja, ansonsten top verarbeitet. Ich sehe hier kleine Kratzer, aber ich glaube, die kommen von der Benutzung. Von dir, du hast die jetzt schon ein paar Mal geraucht. Ja, definitiv. Also. Ja, und das Coolste möchtest du vielleicht erzählen. Ist das jetzt die VUCA in klein? Fragezeichen. Mit der Hauptgrund, warum ich mich für diese entschieden habe. Eine Holzrauchsäule, würde ich das sagen. Ja, eine Holzrauchsäule. Man hat hier drinnen, trotz alledem, braucht man keine Sorgen mehr haben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Nee, kann man nicht, aber es führt trotzdem Metallrohr durch. Also braucht man sich auch keinen Kopf machen, dass jetzt das Holz sich mit Feuchtigkeit vollzieht und das dann irgendwann anfängt zu faulen oder so. Jo. Alles klar, so, wir bauen wieder zusammen, machen uns ein Köpfchen an und dann bis gleich. Ja, was kann man gleich zu Anfang sagen? Der Tauchrohr hatte, du sagst, etwa 2 cm, also wirklich schon fettes Tauchrohr. Trotzdem ist der Durchzug nicht, als würdet ihr normal einatmen. Man muss schon ein bisschen ziehen, aber nicht doll. Also nee, ist genau richtig. Nee. Ich finde, es hat so ein Traddi-Gefühl. Ja. Also, um nochmal auf einen zurückzukommen, zum Sauermachen ist die 1A. Also gerade die Rauchsäule, weil es ja Holz ist empfindlich. Einfach einen Staubwurf stecken hier von der Dusche oder so. Einfach oben auf die Dichtung drauf. Das hält
genau die passende Größe, einmal durchgespült, ist hier unten durch, jetzt ganz sauber. Ja, und vor allem, wie du schon sagtest vorhin, ihr habt ja innen Stahlrohr, das heißt, man braucht sich ja gar keine Sorgen machen. Das Holz ist auch lackiert oder zumindest irgendwie versiegelt, ja, sodass ihr kein Wasser einzieht oder sowas. Du hast sie jetzt schon ein paar Mal sauber gemacht und so wie es aussieht... Ja, keine Wasserflecken oder so. Sie sieht halt genauso aus wie im Laden. Ja, für die es interessiert, wo haben wir die eigentlich her? Wir haben die aus unserem Shisha-Shop, Loyal Shisha-Shop in Spandau gekauft und ja, da einen kleinen Sonderpreis aushandeln können. Ja. Genau, schaut da mal vorbei, wenn ihr eine Shisha wollt, wenn ihr auch die wollt. Er hat auf jeden Fall noch ein paar von denen da. Und ja, wenn ihr die im Internet bestellt, wie gesagt, so um die 80 Euro. Ich glaube, 90 Euro sogar? Okay, ja. 90 Euro, seht ihr mal. Also online mit Rundkopf und also mit allem drum und dran. Ah, okay, also das Komplettset zum Starten. Ja. Ich bin Fan von der Pfeife, also wer sowas sucht, gerade vom Design her, kann da ruhig zugreifen, weil es ist eine Pfeife. Sie ist dicht auf jeden Fall. Wie gesagt, auch mit diesem Klicksystem aus Plastik, ja, hält komplett dicht, lässt sich super rauchen. So wie auch Ali und Max letztens bei der kleinen Kaya. Mhm. Da können wir auch mal gerne den Test machen. Da kam ja ein bisschen. Ja, du machst es gerade beim Auspusten, man sieht unten ist total dicht. Also es kommt nirgends Rauch raus, wo er nicht rauskommen soll. Die ist dicht. Und ja, wenn die Shisha dicht ist, kann man damit rauchen. Ja. Also gibt auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Wenn sie euch optisch gefällt, von der Qualität her, macht ihr nichts falsch, würde ich sagen. Ja. Ist solide verarbeitet. Und vor allen Dingen muss man dazu sagen, bei anderen Pfeifen ist es so, die haben unglaublich viel Zubehör. Ja, also wenn euch irgendwas kaputt geht an der Pfeife, habt ihr eine riesen Auswahl, bei Aladin irgendwas nachzukaufen. Und vor allen Dingen für einen kleinen Preis. Ich finde das bei den teuren Shishen gerade, ja, das Problem, dass wenn mal irgendwie so ein Schlauchadapter oder so fehlt, wenn man mal einen zweiten dazu kauft, da seid ihr schnell bei meiner Amy bei 15 Euro dafür. Und bei Aladin sind das alles Euro-Cent-Beträge, also irgendwo im Bereich zwischen 1 Euro und 6 Euro. Also deshalb kann man da bedenkenlos zugreifen, würde ich sagen. Ja, also auch von mir, klare Kaufempfehlung. Würde ich sagen, rauchen wir jetzt noch ein bisschen bei dem schönen Wetter und sagen erstmal, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen oben da. Wenn ihr auch mal die Pfeife irgendwie in der Hand hattet oder mal damit geraucht habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und ansonsten, wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt doch auch gerne kostenlos auf den Abonnieren-Button, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von uns kommt. Genau. Und vergesst auch nicht Facebook, auch bei Facebook ist das Shisha-Team Berlin. Ganz genau, gerade unten eingeblendet. Jo, und dann sagen wir bis zum nächsten Video. Haut rein. Jo. Schönen Sonntag. Bis dann. Ciao.